Museum. Wir sind hier am Henkiturm, am Ort des künftigen Anna-Göldi-Museum. Es steht für vorbildliche Zusammenarbeit zwischen der Anna-Göldi-Stiftung und dem Kanton Glaris und der Standortgemeinde. In diesem altehrwürdigen, geschützten Bauwerk im Henkiturm das Anna-Göldi-Museum einrichten. Und zwar ist mehr als ein Museum. Es hat vier Teile. Wir haben einen Seminar- und Auditoriumplatz. Wir haben Platz für eine Wechselausstellung. Und der Kern der Ausstellung wird sein, Anna-Göldi-Museum mit dem Prozess als Kern der Ausstellung. Für das Thema interessieren sich heute schon Leute und vor allem junge Leute, Schüler aus der ganzen Schweiz und sogar vom Ausland. Die kommen jedes Jahr in Scharen hin, um die Originalschauplätze vom Anna-Göldi-Prozess hier zu besichtigen, zu Glaris. Und künftig sollen diese Leute hier hinkommen, ins Anna-Göldi-Museum im Henkiturm.